Jody, das ist ja unglaublich. So viele Beeren hast du schon gepflückt? Ja, Frederick auch. Sehen Sie mal. Oh. Hier, Miss Twink. Meine Güte, ich kann mit euch gar nicht mithalten. Naja, wir machen sowas ja auch schon, seit wir kleine Kinder waren, Miss Twink. Stimmt's, Frederick? Mhm. Hier, Miss Twink. Was machst du denn? Wir sind nur drei in der Familie. Das machst du nur, weil du nicht jeden Tag Beeren essen willst. Hab ich recht, Jody? Da hast du nicht ganz unrecht. Also in dem Falle, Jody, nehme ich die Beeren sehr gerne an. Vielen Dank. Hey, inzwischen müsst ihr euch ja ganz schön satt gefressen haben. Oh. Hey, Jody! Was ist? Komm mal her. Was ist denn? Ja, sieh mal. Davon erzählen wir Miss Twink lieber nichts. Nein. Jody, was sollen wir tun? Wenn sie uns angreifen, haben wir keine Chance. Die wollen die Ziegen. Da können wir nichts machen. Lassen wir die Ziegen hier und verschwinden. Was treibt ihr zwei denn da? Nichts. Wir dachten nur, es wird allmählich Zeit, nach Hause zu gehen. Nicht wahr, Frederick? Mhm. Ich glaube, ihr habt recht. Sonst machen sich eure Eltern noch Sorgen, wenn wir so spät kommen. Außerdem haben wir für heute genug Beeren gepflückt. Mhm. Also, ich bin soweit. Gehen wir. Was ist mit deinen Ziegen? Das ist schon in Ordnung. Pa holt sie später ab. Miss Twink, ich glaube, Sie sollten nicht ganz so laut summen. Und warum nicht? Ja, weil... Sie könnten eine Schlange aufschrecken oder sowas. Oh nein! Schlangen? Hier? Sie sollten besser nicht so laut reden. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Mhm. Was ist los? Ihr beide benehmt euch so merkwürdig. So, ich hole jetzt meinen Vater. Du bleibst bei Miss Twink, ja? Ist gut. Ich flitz los. Bis bald. Jody! Jody! Wir sollten uns auch beeilen. Was ist denn hier los? Sag mal, stimmt etwas nicht? Wir haben hinten ein Rudel Wölfe gesehen, aber wir wollten sie nicht erschrecken. Oh! Und unsere Ziegen hast du dagelassen? Aber Ma, Frederick und ich waren nicht allein dort. Miss Twink war bei uns, sonst hätten wir was machen können. Hab ich dir nicht gesagt, dass du die Ziegen lieber hier lassen sollst? Jetzt siehst du, was passiert, wenn du so eigenmächtig handelst. Meinst du, wir können es uns leisten, die Ziegen zu verlieren? Glaubst du das? Komm, Jody, wir sehen mal, was da los ist. Haben Ihnen die Wölfe inzwischen nichts getan, Pa? Denk nicht daran, halte ich lieber gut fest. Da drüben waren sie. Gut, mach kein Geräusch, Junge. Sieh mal, Pa. Gott sei Dank. Ihnen ist nichts passiert, Pa. Jody, wo genau sagtest du, waren die Wölfe? Sie waren da drüben in den Büschen. Ich kümmere mich mal um die Ziegen. Jetzt sind keine Wölfe da. Ich glaube, jetzt, wo alles glatt gegangen ist, wird Mutter dich nicht nochmal ausschimpfen. Ja, vielleicht waren die Wölfe ja gute Wölfe. Gute Wölfe, meinst du? Ja, schließlich hätten sie sich die Ziegen auch holen können. Jody, alle Tiere sind sehr viel besser als die Menschen. Die Menschen sind unersättlich, die Tiere nicht. Wieso, Pa? Weil Tiere nur angreifen oder töten, wenn sie hungrig sind. Du bist nicht so, stimmt's, Pa? Ich versuche jedenfalls, nicht so unersättlich zu sein wie die meisten Menschen. Ich wäre lieber wie ein Tier. B,
Bin ich froh, dass nichts passiert ist. Tut mir leid, Ma. Das nächste Mal passe ich besser auf. Julia, komm her. Leg dich hier auf die Decke. Die hält dich schön warm heute Nacht. Meinst du nicht, dass sie jetzt schon wieder draußen schlafen kann? Hm? Aber Ma, ihre Wunden sind doch noch nicht ganz verheilt. Stimmt's, Pa? Er hat recht, Ori. Der Junge hat recht. Wir brauchen sie noch als Jagdhund. Alle unsere Tiere gehören zu unserem Leben. Julia, die Ziegen und die anderen. Nur Dash will nicht dazugehören. Sei still, Julia, sei still. Julia ist jetzt wütend auf Dash. Man hätte sie nie so zugerichtet, wenn Dash nicht so feige davongelaufen wäre. Dash! Dash, verschwinde hier! Ich hab dir schon mal gesagt, dass du uns sehr enttäuscht hast, weil du so feige warst. Und feige Hunde können wir leider nicht brauchen. Ich sagte, verschwinde! Verschwinde! Ich hasse Feiglinge wie dich! Ich weiß was. Nimm Dash mit in die Stadt. Meinst du? Wer hat gesagt, dass man ihn Großmutter Hutto nicht zurückbringen kann? Ich weiß nicht. Schließlich hat sie uns den Hund geschenkt. Aber du weißt auch, dass wir es uns nicht leisten können, einen nutzlosen Hund durchzufüttern. Vielleicht finden wir ein anderes Herrchen für Dash. Aber wer will schon so einen Hund? Oh, doch, du hast recht, Ori. Wahrscheinlich fühlt er sich in der Stadt wohler. Hey, wie wär's mit Doc Wilson? Ja, vielleicht. Schließlich braucht der Doktor keinen Hund für die Jagd. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, einen nutzlosen Hund an Doc Wilson abzuschieben. Na, wir können ihn ja wenigstens mal fragen, oder, Pa? Natürlich. Das kann nicht schaden. Prima, ich frage ihn gleich morgen nach der Schule. Nun lasst uns aber essen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gaben. Amen. 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 Ah, ich verstehe. Das scheint mir ein höchst interessanter Vierbeiner zu sein. Also, ich finde, ein bisschen sieht er schon wie ein Feigling aus. Ich rede hier nicht von seinem Aussehen, Jodie. Ich spreche ausschließlich von seinem Charakter. Naja, aber er ist doch nun mal feige. Nun, ich bin allein und ich freue mich, einen Hund mit Charakter um mich zu haben. Um ehrlich zu sein, wenn ein Räuber käme, würde er wahrscheinlich die Flucht ergreifen. Ach, das würde mich nicht stören. Bring ihn nur vorbei. Oh, vielen Dank! Komm her, Junge, schnell! Jodie! Ach, Ma, wo ist Dash? Erzähl doch mal, war der Doktor einverstanden? Mhm. Weißt du, Ma, ich fand den Doktor schon immer ein bisschen anders als die anderen Leute. Ist er auch. Wo ist Dash eigentlich? Hast du ihn irgendwo gesehen? Jetzt fällt mir auch auf, dass ich ihn lange nicht gesehen habe. Aber auf dich hört er doch sonst immer. Das kommt daher, weil ich ihn nicht anschreie oder beleidige. Dieser kleine Angsthase. Ich besorge ihm ein neues Zuhause und er macht sich auf und davon. Dash! Also dann, an die Arbeit. Dash? Mann, der taucht hier bestimmt nicht wieder auf. Es hat nicht viel gefehlt und einer meiner Brüder hätte ihn gestern erschossen. Aber wo kann Dash denn sein, ängstlich wie er ist? Sag mal, Jodie, vielleicht ist Dash ja auch endgültig weggelaufen. Weggelaufen, meinst du? Mhm. Ach nein, dazu bist du doch viel zu ängstlich, Frederick. Das kann man nie so genau sagen, Jodie. Ich habe auch schon ein paar Mal dran gedacht, wegzulaufen. Ist doch nicht dein Ernst. Doch, Jodie. Meine Brüder behandeln mich nämlich so, als gäb's mich gar nicht. Ja, nein, nein, der gehört nicht dazu. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Nein, nein, nein. Mann. Das ist ja schlimm. Man braucht mich eben nicht. Es gibt niemanden auf der Welt, der nicht gebraucht wird, Frederick. Haben Sie eben zugehört? Wisst ihr, Jungs, es ist genauso wie mit Dash. Deine Familie braucht ihn vielleicht nicht, Jodie, aber Doc Wilson möchte ihn trotzdem gerne haben. Aber was kann der Doc mit so einem Hund anfangen? Ein Hund muss nicht immer mutig sein. Manchmal ist er als Kamerad für seinen Herrn viel wichtiger. Jodie, hast du vielleicht etwas gesagt, was Dash gekränkt hat? Irgendwas in der Richtung schon, aber...
Er ist doch nur ein Hund. Kluge Hunde verstehen, was man zu ihnen sagt. Dash fühlte sich unerwünscht, weißt du? Deshalb ist er weggelaufen. Ich muss Dash finden. Jody! Oh, hey, warte, Jody! Dash! Dash! Hierher, Dash! Hierher, Junge! Dash! Dash! Wo kann er denn bloß sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er in die Stadt zurückgelaufen. Manchmal laufen Hunde zu ihren ersten Besitzern zurück. Du meinst zurück zu Großmutter Hutto? Mhm. Wirklich? Ja. Können Hunde denn so weit laufen? Die können ohne Schwierigkeiten bis zu 50 Kilometer laufen. Aber so gemein war ich doch nicht zu ihm.